Hallo ihr Leseratten, ich möchte euch wieder 10 Bücher bzw. 11 meine Subs zeigen, und zwar diesmal mit dem Buchstaben U. Warum 11? Ich habe genau 11 Bücher mit dem Buchstaben U und deswegen dachte ich mir so eins außen vor, das macht jetzt keinen Sinn. Es kann sein, dass es noch... Aua, haben wir auf die Zunge gebissen? Es kann sein, dass noch welche rumschwirren, weil seit dem Systemabsturz oder seit dem Programmabsturz vielmehr habe ich noch nicht alle Bücher wieder eingetragen. Von daher, wenn noch irgendwann eins auftaucht, okay. Im Moment sind es diese 11 und deswegen dachte ich mir, nehme ich halt 11. Fangen wir gleich an. Und zwar ist das erste Unsichtbare Spuren von Andreas Franz. Ich habe immer noch nichts von Andreas Franz gelesen, muss ich dazu sagen. So, dann haben wir hier Der bunte Drachenlanze 1, Ungleiche Freunde von Mark Anthony und Ellen Porat. Ja, das kommt auch irgendwann dran, wenn ich denn beim Bunte Drachenlanze bin. Das dauert noch ein bisschen. Moment, ich bin jetzt bei den Legenden als nächstes. Dann kommen die Heldenlieder, davon habe ich noch gar nichts. Die Geschichte und dann kommt erst der Bund. Dauert noch ein bisschen, wie gesagt. Dann haben wir hier Underground von S.L. Grey. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ist noch nicht so lange bei mir. Auch noch nicht allzu lange, glaube ich. Schnell mal schmucken, wenn ich was Falsches sage. Ich habe mir vorher gestern oder so. Das kommt mir vor wie vor kurzem, aber es ist dann doch schon ein Jahr her. Echt jetzt? Verrückt. Okay. Und Verführe uns nicht zum Bösen von Klaus Cornelius Fischer. Ich bin in Amsterdam. Oh Gott. Dann ein Buch, was eigentlich schon längst gelesen sein sollte, weil es auf meiner Leseliste für Oktober 2018 steht. Und eigentlich als erstes von Agatha Christie Bücher gelesen werden sollte. Mit den Wochenendbüchern. Und dann gab es keines mehr. Ja, wie man sieht, ist es immer noch bei den Subbüchern. Dann wären es tatsächlich 10 gewesen, ne, wenn das gelesen worden wäre. Aber schweigen wir erstmal drüber. So, dann haben wir den dritten Band, nee, den zweiten Band der Fräulein Krise und Frau Freitag ermitteln Reihe, und zwar Übertrieben tot. Ü wie U, ne? Ja. Dann den, ich habe keine Ahnung, wie vierten Band, ich habe es vergessen, von Oxa Pollack, die Unbeugsamen. Schön lila. Und hier muss ich mir den Titel draufkleben jetzt, weil... Der steht bei meiner Ausgabe leider nicht drauf. Der unsichtbare Freund, Kreis der Dämmerung 4. Wie gesagt, steht da nicht drauf. Ich habe es aber bei meinem Buchguck so drin stehen. Das war ja aus dem Schuber. Ich habe die beiden Bände hier aus dem Schuber irgendwie einzeln bekommen. Also zusammen zwar die beiden, aber ja, wie auch immer. Aber wir haben keinen Titel. Steht halt mit Teil 4. Der Abschlussband sozusagen. Ich bin noch. Also ich muss noch Teil 3 lesen, bevor Teil 4 drankommt. So. Wackeln. Denn das wohl dünnste Agatha Christie Buch überhaupt. Der unheimliche Weg. Was ist das? Eine Nachmittagslektüre oder wie war das? Wie viele Seiten hat denn das Ganze? Ach doch, ja. Immerhin 189. Sieht gar nicht so aus. So. Dann ein Buch, was ich schon mal angefangen habe zu lesen, wo auch das Lizek da drin steckt. Wo ich ja auch gehört habe, als in dem Moment gerade nicht meins war. Also, weiß ich nicht, kam da nicht so gut voran. Deswegen habe ich erstmal zur Seite gelegt. Möchte aber noch weiterlesen. Das Unikat von Andreas Alborg. Und noch ein Agatha Christie-Bild. Das unvollendete Bildnis. Das ist schon ein bisschen dicker. Ein bisschen dicker. Ja, genau. So, das waren alle 11 Bücher mit U. Was war das? Keine Ahnung. Okay. Habt ihr ein Buch davon schon gelesen? Möchtet ihr ein Buch davon lesen? Und was gemeinsam lesen? Meine üblichen Fragen, ich weiß. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis demnächst. Bye, bye.